Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Herzlich willkommen. Ich bin Marco Hagemann, ebenfalls anwesend, natürlich Hansi Küpper. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich aufs Spiel. Der Ball rollt. Benzema. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Cristiano Ronaldo. Tor für Real Madrid. Die erste Hälfte endet mit einem Donner. Bockstarke Aktion. Schürrle. Er will die Situation nutzen. Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Das hat man sich anders vorgestellt, aber noch ist genug Zeit, um das Spiel zu drehen. Man braucht nun ein frühes Tor. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Wir haben ja nicht zuhören können in der Kabine. Wir sind ja nicht die NSA, aber jetzt ist es an den Spielern, die Worte umzusetzen. Der Ball ist im Netz. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Eiskalt am verdutzten Torhüter vorbei. Flanke nach innen. Er trifft! Was für ein Auftakt in diese zweite Hälfte. Das ist schulbuchmäßig. Von der Flanke bis zum Tor. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen. Mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Vierinha. Und bitte. Steigt er hoch. Lecco Mio, der schlägt ja ein, mein lieber Schwan. Ganz starke Leistung. Und wenn du mich fragst, wer wird das Ding hier am Ende gewinnen, dann ist im Moment Tendenz diese Mannschaft. Und der Kerl steht richtig gehend in der Luft. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig, mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Modric kickt die Kugel nach vorn. Durch die Abwehr. Bale. Tor für Real Madrid. War es das für Sie? Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Bale hat gerochen, wo der Ball hinkommt und das, was er dann mit dem Ball anstellt, das ist Extraklasse. Ein schönes Tor. Toni Kroos. Ja, der ist drin. Das ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfreunde. Unglaublich. Unwiderstehlicher Abschluss. Standardsituationen sind seine große Stärke. Und wenn wir das hier sehen, dann dürfen wir feststellen, sie sind seine ganz große Stärke. Schießt ihn aufs Tor. Ja, der ist gut, der ist gut. Tor! Einfach überwältigen. Da hätte sich der Torwart die Finger verbrannt. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Er hält drauf. Ein super Tor. Hör mir auf, kurz vor
Ende dann doch noch der Befreiungsschlag. Das ist schon merkwürdig. So viele stellen sich ihm entgegen, aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, dann kannst du ihn nicht bremsen. Real Madrid erhöht jetzt den Druck, um die Partie in dieser späten Phase noch für sich zu entscheiden. Die Blutgrätsche kommt nach Hause. Und das war's, der Schiedsrichter pfeift ab. Sie kommen daheim über ein Unentschieden nicht hinaus. Das war nicht unbedingt das, was Sie sich vorgestellt haben, aber es ist etwas, womit Sie leben können.